Also, ich darf euch herzlich willkommen heißen bei den Heimatbühnen. Ich freue mich sehr, darf Sie namens der gesamten Redaktion und aller Mitarbeiter von Fallweier Medienhaus herzlich bei unserem Tag der offenen Tür begrüßen. Sie sind gekommen, wie ich vorher gehört habe, wie bisher 6000 andere Vorarlberger auch, und laufen kommt Bommelbus mit Lüt her. Und wir möchten jetzt einfach in der nächsten Zeit euch eine Möglichkeit geben, den Reinhold himself kennenzulernen, ein bisschen hinter die Kulisse des coolen Rockers zu schauen und zum schauen, wie der Mensch so seinen Sommer verbracht hat. Reinhold, den Film handelt von Lawine und von Winter. Mir kommt eigentlich jetzt erst alle dazu. Freust du dich auf den Schnee? Nicht wirklich eigentlich. Normalerweise freue ich mich eigentlich auf Winter und auf Schnee und auf die heimeligen Ingredienzien, die ein Winter mit sich bringt, aber die haben eigentlich keinen Sommer erlernt, weil wir dauernd geschafft haben. Wir sind 2010 erst mit der Dreharbeit fertig geworden, im März. Und im März deswegen, weil im Jänner noch kein Schnee da ist, im Dezember. Also eigentlich genauso wie damals, 1953. Und dann haben wir auch nicht durchgeschafft. Also ich schaffe seit 2 Jahren jetzt eigentlich ohne Urlaub. Sollte eigentlich jetzt einmal eine kleine Liga zur Abwechslung. Ja, sehst halt, wenn es nicht mehr geht. Gell? Aber das kennen die ja, die meisten alle. Und noch eine Woche Urlaub. Das, was wir nicht kennen, ist Filmmacher. Wir focht es eigentlich auch. Da ist der Buch da, das verkauft sich super. Man denkt, ah, eigentlich hätte ich schon alle den Film machen wollen. Was ist denn der nächste Schritt? Was müssen wir tun? Ja, Geld sammeln. Ich habe zuerst ein Drehbuch geschrieben, ja. Weil ich die Geschichte immer im Kopf gehabt, das habe ich in den 70er Jahren schon gehabt, die Verbindung von der Geschichte von meiner Mama und die Verbindung mit dem großen Walsertal, das hat mich immer schon interessiert. Und dort haben wir gedacht, irgendwann einmal, wenn ich ruhiger wäre und die Rock'n'Roll, die Charts-Karriere um mich ist, wenn ich ein alter Rappe bin, dann bin ich dann reif, Romane zu schreiben und Drehbücher zu schreiben und Filme zu machen. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten tue. Also ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe 3 Berufe und ich kann immer hin und her switchen. Ich bin Musiker, ich bin Schriftsteller und ich bin Filmemacher. Und ja, was Schöneres gibt es fast nicht für einen Künstler, wenn er hin und her jucken kann zwischen 3 verschiedenen Genres, weil dann ist man nie abhängig wirklich, oder? Sonst in der Musikbranche ist man abhängig von irgendwelcher Plattenfirma oder von den Geschmäckern und so weiter. Als Schriftsteller ist man ganz allein, da kann er keinen Drehreder. Und als Filmemacher ist man wieder abhängig von Geldgebern und so weiter. Aber wie gesagt, wie macht man einen Film? Ja, ein erfolgreiches Buch ist die Voraussetzung. Und das war zum Glück der Fall, dem Roman. Dann habe ich gedacht, okay, was ist die erfolgreichste Firma im Moment in Österreich? Das ist die Vega Film in Wien. Die haben alle Haneke-Filme gemacht, kennen da sicher. Michael Haneke, das Weiße Band und so weiter, genialer Regisseur. Und der Kameramann von Michael Haneke, das ist der Christian Berger, den kenne ich schon seit 30 Jahren, der ist jetzt Oscar nominiert gewesen sogar. Und bei dem habe ich mal als Student, wo ich studiert habe an der Universität in Innsbruck, ein Jahr lang werben können. Wir haben im Haus da in Lanz, oberhalb von Innsbruck. Wir haben dort schon immer kleine Filme gemacht miteinander. Und dann habe ich angegriffen und gesagt, du, wir haben da Roger, einen Roman. Da habe ich gesagt, ja super, das macht sicher die Vega-Film, oder? Hat mir die Türen geöffnet dort und die haben da gesagt, ja, machen wir. Aber wir brauchen einen deutschen Partner dazu, weil das kostet viel Geld, was ihr da vorhabt. Da fliegen Hüser durch die Luft und einen Sommerdreh und einen Winterdreh, das kostet zwischen 7 und 10 Millionen Euro. Geschluckt, oh Gott, das habe ich gewusst, das ist teuer. Aber dann haben die gesagt, okay, das könnte schon gehen mit einem deutschen Co-Partner. Und zwar sind 2 gleich, die das wählen haben. Zuerst hat mir mal angerufen, der Oliver Berben, das ist der Sohn von der Iris Berben, das ist ein ganz erfolgreicher Produzent, der ganz große Mehrteiler gemacht in Deutschland. Und der ist auch im Vorstand der Konstantin-Film in Deutschland. Und das andere war die Frau Ziegler in Berlin, die ist genauso erfolgreich eigentlich.
und die wollten das co-produzieren, aber unter der Voraussetzung, dass ein deutscher Regisseur will. Die Fördergelder in Deutschland und auch in Österreich, die kriegt man nur mit einem renommierten Regisseur, der schon mehrere Filme gemacht hat. Und dann haben wir gedacht, na, das geht nicht. Ein deutscher Regisseur für die Geschichte. Für meine Geschichte. Und vor allem, ich habe ja das Handwerk keine, das habe ich gewusst. Ich habe meine Videos immer selber gemacht, die ganze Fernsehshow selber gemacht, zum Teil auch selber geschnitten. Also wie das geht, das habe ich gewusst. Aber ich habe auch gewusst, es ist schwer, in Österreich bei der Förderung ein Geld zu kriegen, weil es gibt so Regularien. Eine dieser Regularien sagt, ein Regisseur, ein First-Time-Director fürs Kino, also einer, der das erste Mal fürs Kino einen Film macht, kriegt in Österreich höchstens Zuschüsse, wenn das Budget 1 Million Euro nicht übersteigt. Damit kein Blödsinn passiert. Genau, damit kein Blödsinn passiert. Und dann haben wir gedacht, ja gut, mir und Hüsers kostet Minimum 4 Millionen Euro. Also werden wir das Ganze ohne Förderung stemmen müssen. Und das geht eigentlich nicht. Oder? Es geht nicht. Wie kriege ich 4 Millionen zusammen? Warum ist trotzdem gegangen? Ja, will ich nicht ganz bei Droh spielen einerseits und will ich ziemlich ehrgeizig bin und halt ein Vorarlberger. Ne? Ich immer denkt, leck mir den Füßler, wirklich. Das wäre noch gedacht, wenn wir das nicht reinkriegen. Dann machen wir es selber. Ich habe einfach alles, was ich je verdient habe und was meine Frau verdient hat, haben mir eingesteckt in den Film und sind hausieren gegangen mit unserem Projekt gleichzeitig zu den Medien und zu Investoren. Beim ORF sind wir gesehen, die haben zuerst mal abwarten wollen. Die VN hat sofort zugeschlagen. Klar. Das ist einmal schon wichtig, oder? Wenn man mal einen mächtigen Partner hinter sich hat, die haben geglaubt an das, was wir da vorhaben. Und dann habe ich gedacht, okay, die einzige Möglichkeit ist, ich muss 20 Minuten oder 40 Stunden selber vordrehen. Oder? Das ist der Trailer gewesen. Das ist der Trailer, genau. Ja, gut, du brauchst schon alles. Du brauchst den Kameramann, du brauchst die Crew da, aber du brauchst Drehtage dafür. Schon klar. Du hast nur ein Stückchen Film. Ja, wir haben das zu viert gemacht. Meine Frau hat gespielt, meine Tochter und eine befreundete Schauspielerin, die Christa Stadler, um nichts. Der Kameramann und sein Assistent, ein Tonmann und sein Assistent und ich. Wir haben alles allein gemacht praktisch. Aber es hat dazu geführt, dass die Investoren sich das angeschaut haben und ja, genau, das stimmt, der Kades. Und gesagt, ja gut, du bist zwar nicht ganz normal, aber da hast du das Geld. Und das sind immer mehr dazugekommen, die haben gemerkt, ja, das geht wirklich, das schaut gut aus. Und dann habe ich unglaublicherweise das Geld zusammengekriegt. Natürlich habe ich einen Kredit dazu noch aufnehmen müssen, mit am Schluss ist es immer wieder das Geld ausgegangen. Der Film ist bis ans Ende, bis zum Schluss der letzten Drehtag nie ausfinanziert gewesen. Und durch das, und das ist sozusagen ein Ritt über den Bodensee, das ist eigentlich Harakiri. Jeder Mensch in der Filmbranche lehnt, also ratet davon ab. Ich würde so nie mehr machen, das kann man nur einmal im Leben machen. Ich habe jetzt schon so graue Haare, grauer geht es nicht mehr, dann habe ich am Schluss noch Glatzer, wenn ich einmal eine mache. Aber es hat sich rentiert. Ich habe genau gewusst, das Buch hat sich jetzt schon 50.000 Mal verkauft, es wird auch der Film gut laufen. Jetzt. Wer hilft dir so einem Moment? Oder was waren die dunklen Momente des Reinhold Pilgeri während den Dreharbeiten? Ja, es hat einmal einen Tag gegeben, da haben wir 17 Stunden lang geschafft, oben da auf Oberbad Nohm auf 1700 Meter Höhe. Und am Ende des Tages, oder wenn man 17 Stunden lang Vollgas dran ist und dann hört, du, die Lichtleute möchten jetzt schon ihr Geld. Und die Kameraassistenz möchte auch jetzt schon ihr Geld. Und dann komme ich ab und es ist ein Betrag, ein wichtiger, noch nicht überwiesen oder so, was kurz der Fall gewesen ist, aber nur kurzfristig. Das ist dann schon kurz schwarz. Oder du denkst, Moment, da geht es wieder ab. Ja. Am nächsten Tag ist das Geld da gewesen, alles in Ordnung. Ich habe einfach ins Gesicht geschaut und gesagt, wir machen das. Wir machen das. Sie haben gesagt, okay, ich glaube das. Lass mich oder so. Ja. Sie haben es wirklich geglaubt einfach. Haben, das ist irrsinnig wichtig, dass man, wenn das stimmt, die Atmosphäre
die Chemie stimmt, wenn sie merken, der züchtet es wirklich durch, dann machen sie es. Oder? Wenn das so Larifari ist, ist nicht cool. Aber sie haben dann Vertrauen gehabt und haben am nächsten Tag alle ihr Geld gehabt und es sind alle ganz korrekt immer bezahlt worden. Und es ist wirklich fertig gemacht worden. Wo der Film fertig war, ist, habe ich wirklich ein großes Kreuz gemacht und denke, ich muss Gewaltfahrer gehen oder irgendwas jetzt. Der liebe Gott ist schon viel so Rasite gesehen, in jeder Hinsicht. Was Wert da anbelangt, alles. Bei der Premiere, wir haben ja die Wochen davor immer wieder Kontakt. Karl Reinhold schreibt ja jeden vierten Donnerstag einmal im Monat für unseren Kommentar. Und alle am Mittwoch Ertrag ruft, wenn ich gesagt habe, Reinhold Bilgeri, dann bin ich dragegangen, ja, servus, ja du, ich kann da nicht schreiben die Woche. Ist es denn noch so schlimm? Sag ich, ja, wo bist du? Ja, in München. Wir sind in der Post-Production und am Schneider nehmen. Und wir sind ja bis ein, zwei Wochen vor Premiere wirklich da gewesen. Bis vier Tage vor der Premiere. Okay. Vier Tage vor, also kannst du dir vorstellen, wie das da geht. Vier Tage vor der Premiere immer noch hin und her gehen. In München, das müssen wir euch vorstellen, so ist eine riesengroße Postproduktionsfirma, ARRI heißen die. Und da sind viele Studios. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und da habe ich vor einem Studio es anstellen müssen. In einem Studio sind nur Geräusche gemacht worden. Im anderen Studio ist nur die Farbe korrigiert worden. Im anderen ist nur gemischt worden. Der andere ist nur synchronisiert worden. Ich habe die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Zwischen denen ruft man der Gerold an und sagt, kannst du mir einen Artikel schreiben? Das ist ein bisschen schwierig, aber ich bin jetzt dann wieder brav. Was ist der letzte Schnitt gewesen, den er denn wirklich gemacht hat? Der letzte Schnitt? Also geschnitten haben ist im Vorarlberg. Nein, aber die letzte Szene, die er noch umeinander gefutzelt hat, bevor es denn losgegangen ist. Bevor die Mischung losgegangen ist, meinst du? Ja. Was ist das? Das sind Synchronisationen gewesen eigentlich. Die letzte Szene. Also wo man nochmal nachvertont oder wo? Ja, wir haben ein paar kleinere Sachen nachvertonen müssen. Weil wir haben ja sehr viel mit sogenanntem Primärton geschaffen. Das heißt, wer hat den Film schon gesehen? Okay, ihr seid brave Leute. Super. Erinnern euch zum Beispiel an die Szene, wie der Bürgermeister reinkommt, die erste Lawine sind gerade ab, und der Bürgermeister kommt rein ins Geschäft von der Mutter Casagrande und sieht da zwei Tote von der Läufer schluckt beim Kirchgang. Der Tisch schaut ziemlich kalt aus, oder? Es schneit rein und so. Da hat es 30 Grad gehabt. Ja, und die Winterinnenszenen oben da haben wir im Sommer gedreht. Und dort steht eine riesen Windmaschine draus und eine Schneemaschine hinter dem Bürgermeister. Das Geräusch natürlich, das kann er nicht draufnehmen, oder? In Wirklichkeit müssen alle Geräusche dann weg und das muss noch synchronisiert werden. Ja, und das Studio, wo wahrscheinlich vier Techniker so tun, als ob es schneiert, genau, das Geräusch. Genau. Also das ist eine ziemlich komplizierte Sache, aber es macht natürlich auch einen Heidenspaß. Es ist ein riesiges Abenteuer. Finanziell und auch künstlerisch, weil es könnte alles so schief gehen. Ja. Aber jetzt haben wir 60.000 Leute in Österreich schon, das ist toll, wir sind sehr glücklich. Was von der Zuschauerzahl wunderbar ist, war ja auch schon mal die erste Premiere oder die ersten beiden Abende. So ein Entree für einen österreichischen Film ist keine Selbstverständlichkeit. Ich durfte selbst der Premiere beiwohnen. Das war schon für mich so ein besonderer Moment, wo dann das Spotlight auf den Reinhold Bilgeri und du kommst mit deiner Familie hin und 7.000 Leute in der Seebühne freuen sich auf die Premiere. Wie fühlt man sich denn, wenn man die Leute zu jubeln? Man darf es ja als Vorarlberger gerne so sehr genießen, weil man ist ja schnell großkopfert. Aber das ist ganz gefährlich. Aber du denkst natürlich immer, sobald du erfolgreich bist, kriegst du auch Schuss von der Seite. Oder überall gibt es dann auch Neider und so weiter. Ja, wie viel hast du schon verdient, oder? Da müssen wir mal sagen, du, alleinig die Premiere, alleinig die Leinwand hat 30.000 Euro gekostet, oder? Nur weil die Leute dann gleich rechnen, oder? War da 7.000 mal 20 und ein paar hundert mehr zahlt, ach Gott sagt, die haben schon wieder Geld verdient. Gar nichts haben wir verdient am ersten Abend, im Gegenteil, 80.000 minus, wenn ihr es genau wissen wollt. Weil das kostet als Geld, das kostet viel, viel Geld und das kommt alles nur langsam, langsam hin. Es ist also nicht so, dass wir jetzt die Bader gehen nach Kalifornien oder so. Sondern das ist ein ziemlich harter Weg, bis da wirklich diese Investitionen sich amortisieren. Das ist ja klar. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den nackten Zahlen und gehen noch auf interessantere Dinge. Aber die Frage, wie der Film sich finanziert, ist ja schon eine
die sich Glück entstellt. Ist das alles über das, was wir jetzt an 60.000 Kino besuchen? Da rechnet man den Jomel mal 13 oder mal 7 oder was denn so ein Kino-Eintritt kostet. Kommt das Geld übers Kino hin oder ist eigentlich das Fernsehen, das nachher der Nachbrenner ist, der dich rettet? Oder wie also die, das? Die sichere Cash-Cow sozusagen ist Fernsehen, natürlich. Oder? Weil das ist im Kino weiß man nie, was passiert. Was im Fernsehen auch nie, ob es wirklich Quoten gibt. Eine große, aber im Kino haben zum Beispiel die Leute vom Fernsehen haben gesagt, oh, ich glaube, das ist eher ein Fernsehfilm, weil das ist, da geht es um bäuerliches Milieu und so weiter, die Städter interessieren sich da nicht dafür und Lawinen, die Flachländer interessieren sich nicht dafür und so weiter. Inzwischen ist es so, dass man aber wirklich schon 6.000 Leute in ganz Österreich hat, also nicht nur in Vorarlberg. Und überall, wo wir sind, reagieren die Leute eigentlich gleich positiv. Ich bin jetzt eher in einem Programm gehabt, jetzt gerade Ilmitz. Ich gehe mit meiner Frau dauernd von Kino zu Kino. Wir schauen die Leute an, sagen wir, hallo, Elisa, kläre am Anfang und dann kommt der Film und so. Also wir betreuen den Film wie ein Baby. Und da sind wir in Ilmitz gesehen, das ist an der ungarischen Grenze, im Burgenland. Dann am nächsten Tag in Eibiswald, das ist in der Südsteiermark. Dann in Gmünd, das ist an der tschechischen Grenze. Also der Wiener kennen die bloß aus dem Film. Ja, aber die kennen wirklich. Aber die haben alle eine Affinität zu der Geschichte gehabt. Einfach, die Geschichte hat eine Welthaltigkeit. Das kann ja auch in den Rocky Mountains passiert sein. Oder in Neuseeland oder irgendwo. Weil die Leute haben gesagt, ja, Vorarlberg lastet. Klar, sind viel Vorarlberger ins Kino gegangen. Alleine in Hohenheim, glaube ich, sind 5.000, 6.000 Leute denen gesehen, oder? Aber diese, so eine Premiere, was da gesehen ist, 14.000 Leute, oder, in zwei Tagen, das wird es nie mehr geben, glaube ich. Also das, da bin ich so dankbar gewesen, wo ich dort abgelaufen bin, durch die Leute und in den Scheinwerferkegel hin, das habe ich ziemlich intensiv wertet eigentlich, was ich sagen will. Es ist mal so eine Wärme entgegengekommen. Klar hocken überall ein paar, denen, die dann, es geht so, aber die große Mehrheit ist unheimlich entgegenkommen, muss ich denken. Und die haben gesagt, okay, du bist zwar wirklich ein Nersch, aber gut ab und so, oder? Ich wisch mal mit Nersch, das ist ein gutes Stichwort, weil vor zwei Wochen ist in der Zeitung gestanden, Reinhold Migeri, dem sind die Worte Golden Globes und Hollywood in Vorkau. Die einen haben gesagt, VN. Die anderen haben gesagt, der Migeri. Aber was ist da genau gewesen? Ja, wir sind in die offizielle Selektion für einen Gold Globe gekommen mit dem Film. Und das schafft ja auch nicht jeder. Wir sind mit einem anderen Film gemeinsam mit La Bibelina Vertreter Österreichs in Hollywood für den Golden Globe. Und da mietet man sich ein Kino am Rodeo Drive oder sonst was? Da gibt es eine Agentur, gibt es große Agenturen, die zuerst mal den Film anschauen. Sonst kommst du gerne nicht rein. Oder? Und das ist die Nadia Bronson Agentur in Hollywood, die den Film begutachtet hat und als sehr gut empfunden hat und gesagt, okay, dann machen wir ein sogenanntes Screening. Und das Screening ist im Adikoff Theater am Rodeo Drive. Und das ist einfach die beste Adresse eigentlich in Hollywood. Und wir sind da reingekommen und die haben gesehen, normalerweise sind so 20, 30 Journalisten dort, weil das Golden Globe wird ja entschieden durch das Voting der Foreign Press, der internationalen Auslandspresse, die in Hollywood ansässig ist. Die entscheiden, sind so 100 Leute oder so, wer nominiert wird. Und dort sind 60 Journalisten gewesen und das ist für uns sehr, sehr positiv gewesen. Das heißt jetzt noch nicht, dass wir fix nominiert sind, aber wir sind auf einem guten Weg zumindest. Oder? Und das ist eine große Ehre, dass wir überhaupt dort sind. Ich bin mit meiner Frau, mit meiner Tochter dort gewesen und das war, ja, was soll ich sagen, toll. Mal kurz im Fernsehen, bei Chili, beim Dominik Einzel, könnt ihr hinschauen. Und sehen, du wirst, wie wir umeinander humpeln in Los Angeles. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu der Dreharbeit. Als Ohrstation, ich stelle mir es als ganz eindrückliche Situation vor, wenn man als Regisseur, der seine Familiengeschichte verfilmt und seine Familie in führenden Rollen mitspielen lassen kann, wenn das alles geschafft ist, sich die Drehszene nähert, wo die eigene wunderbare Frau mit einem anderen heuligt. Was schreibt man da so hinter der Kamera? Ja, Show-Action, aber ungern. Also das ist,
Das ist wirklich nicht so nicht einfach. In dem Moment, wo man denkt, was habe ich Trottel wieder geschrieben? Ich bin wirklich total verknallt in meine Frau, immer noch. Wir sind 27 Jahre zusammen und ich liebe sie heiß und bin natürlich auch eifersüchtig, oder? Dann habe ich den Danone selber ausgewählt, den Eugenio, oder? Den habe ich auch selber gecastet, schaut nicht so schlecht aus. Oder? Ich bin ein alter Lappe und der ist 20 Jahre jünger als ich. Oh. Ja, aber. Und dann schaut er noch gut aus, dann kommt er noch her vor der Szene, ist ein guter Schauspieler, da möchte ich ordentlich machen, ja. Ja, da heben und da heben. Ja, der hat klar lang zu. Hast du immer geschieht da zuerst? Oder? So, ja, da stand ich drüber. Jemand denkt, oh, ja, das sind die gleichen 30 Leute umeinander, oder? Die ganzen Kabel und Träger und alle Assistenten und so weiter. Und dann muss ich sagen, Action und die fangen an im Höhe. Oder? Ja, dann hat. Dann habe ich wirklich Flugzeuge im Bauch, das gebe ich zu. Ich habe gemeint, ich mache das viel cooler. Ich habe gedacht, ja, Action und weißt du, cooler Regisseur und so. Gar nichts, cool. Aber die zwei sind ziemlich cool gewesen, oder? Das ist ordentlich vorbereitet gewesen. In jedem Griff choreografiert, so genau gesehen, was er alles tun muss. Und der tut so noch wirklich. Und er hat, das Blöde ist, das war schon ein bisschen peinlich gewesen, dann haben sie schon lachen müssen, das ganze Team mit der zweiten Szene, beim zweiten Take, weil du musst ja vor jeder Szene mehrere Takes machen, dass man das schneiden kann. Eine hat schon gesagt, Cut! Cut! Oder? Das ist ein alter Trag, sie haben es halt auch ernst gemeint. Oder? Ich habe schon gefragt, du, los jetzt, hast du irgendwas gespürt? Oder so, Schatz. Ich habe gesagt, ja, nichts, wir haben nur gespielt. Du weißt ja nicht, was los ist in einem Mensch, oder? Aber inzwischen weiß ich, ist alles in Ordnung, eine professionelle Geschichte ist das gewesen. Der Rückhalt in der Beziehung ist, glaube ich, einer, der, wie man das so von außen betrachten kann, sehr viel zu deiner Harmonie beiträgt. Wie war das während langen, vielen Tagen? Ich meine, man kommt zur Familie und vor allem zur geliebten Frau ja nicht wirklich, oder ist sie auch in München bei den ganzen Schnittarbeiten hinterher oder bei der Post-Production die ganze Zeit dabei gewesen? Nicht die ganze Zeit, aber oft, wir haben ja unser Mordlet währenddessen noch in die Schule tun müssen, die hat immer schulfrei kriegen müssen für die Dreharbeiten. Aber Beatrix ist oft draußen gewesen und hat müssen nachsynchronisieren und so, dann nur einen Stock weiter haben müssen, kurz Händchen heben und wieder rufen und so halt. Aber es ist ja so, wir haben so eine feine Beziehung. Leute fragen mich oft, Reporter fragen immer, wie ist denn das, wenn man das vermischt so oder so intensiv und dicht vermischt, das Privatleben mit der Arbeit. Also für uns ist es nie ein Problem gewesen, überhaupt im Gegenteil. Wir haben beide auf den Film angeklebt und haben alles hergegeben praktisch, oder ihren Haus verpfändet praktisch, oder für den Kredit der Bank. Einfach ganz radikal, das fertig oder wir sind Flaschen. Wir müssen das machen einfach, oder? Und sie ist voll auf meiner Seite gewesen, ich mit ihr auch reden müssen, oder? Das ist ja sonst verantwortungslos, oder? Ich habe mich verloren auf mich, auf das, was ich kann und auf das, was sie kann. Und Laura ist mitgezogen, die haben wir so angezündet, dass sie jetzt in der Schauspielschule in München ist, oder? Die ist jetzt ein Sacré-Cœur gewesen im Gymnasium und hat gesagt, nein, ich möchte Schauspieler werden, fertig. Das hat sie von ihr irgendwie, der ist fertig. Und ich sagte, okay, Schatz. Bei mir da haben wir es nicht so gesehen. Meine Mama und mein Papa, die haben nicht wollen, dass ich irgendwelche Theaterwissenschaft studiere eigentlich. Oder? Sie sagten, nein, das ist verrückt und so. Und dann Rockstar auch noch, das ist sowieso suspekt gewesen. Also, oder? Inzwischen bin ich versöhnt mit der Mama. Mit dem Roman bin ich schon ziemlich seriös gewesen. Denn. Ja, das kommt, ich habe ja einen Roman geschrieben, das hilft daheim sicher. Es hat geholfen, absolut. Und dann der Film ohne und jetzt, wo die 7000 Leute tun und Mama in der ersten Reihe, da hat sie dann schon Tränen da oben gehabt. Und wenn ich angegangen habe, gesagt, ja, schön hast du das gemacht, Bub. Aber ich muss dir schon sagen, das mit den Liebesszenen hat das sein müssen. Sie redet Tirolerisch, weißt du? Sie könnte schon Vorarlbergisch, aber es ist schon so ein Sturschädel. Ja, und Vorarlberg Oberwitz wahrscheinlich. Angefangen hat das Ganze ja mit dem Schreiber. Und dieser Gedanken, die Geschichte zu Papier zu bringen, hat das angefangen mit ein paar Sitten und dann hast du gedacht, oh, ich stehe toll, ich kriege tolle Rückmeldungen. Wie hat es begonnen?
eigentlich in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hatten sie mal so ein paar lockere Gedankenfetzen aufgeschrieben. Es hat mich nämlich immer fasziniert, in den 50er Jahren, ich bin ja aufgewachsen in den 50er Jahren, und wir haben eine gute Freundin gehabt im Großen Walsertal, die Clara Dürtscher, und die hat mir oft erzählt, wie es gewesen ist damals. So die Mama hat mir oft erzählt, wie es gewesen ist, und die Maria Simmer und der Eugen Dobler und die ganzen Leute, die wir erkannt haben. Und das hat mich eigentlich nie mehr losgelassen. Das Große Walsertal hat mich ein Leben lang fasziniert. Ich kann mich erinnern, wie die Clara Dürtscher gesagt hat, sie haben da auf dem Balkon, ist sie mit mir gestanden, ich bin ein kleiner Bub gewesen und dann ab und zu mal Kühe gehört drinnen. Hat sie gesagt, schau mal, da auf dem Balkon sind Liecher gewesen, haben wir die Liecher übereinander gestapelt, so wie Holzschitter. Das vergisst nie mehr als Kind. Oder? Und diese Eindrücke, die sind irgendwo im Hinterkopf dauernd da gewesen. Und ich habe gedacht, ich muss die Geschichte mal anschreiben und verbinde das mit der Liebesgeschichte meiner Eltern. Das ist alles. Und dann ist es zeitlich verschoben und ineinander gesetzt. Und die Kollision dieser beiden Kulturen hat mich am meisten interessiert, weil meine Mama kommt wirklich aus dem Schloss Gardaturm. Die ist die Urenkelin von Friedrich Graf von Gardaturm. Das ist so ein Adelsgeschlecht in Norditalien, Südtirol. Und die kommt daher mit ihrem feinen Seidenkostüm und kommt in eine vollkommen andere Welt, in eine patriarchalische Bergbauernwelt, wo man sagt, grüß Gott, das Klo ist im Stall. So wie es im Film ist, es ist wirklich so gewesen. Meine Mama hat mir das oft erzählt. Und das hat mich einfach interessiert. Ich denke, das ist eine literarische Brisanz irgendwie, da kann man eine Geschichte draus machen. Und die habe ich halt niedergeschrieben und dann gemerkt, wo ich das erste Treatment geschrieben habe, vor 30 Seiten, und das erkläre ich verteilt habe unter meiner Freundin und denkt, oh, das könnte funktionieren. Und dann habe ich das Drehbuch geschrieben zuerst, nicht der Roman. Zuerst Drehbuch, da steht der Atem des Himmels von mir, basierend auf dem Atem des dem Roman, der Atem des Himmels von Reinhold Wiegel. So eine Gier. Die haben mir selber so die Latte gelegt einfach. Ich muss da jetzt drüber fertig. Und wenn ich das gesehen, dass das Drehbuch entstanden ist? Das war 2004, so irgendwas. Und dann haben wir gedacht, jetzt schreibe ich wirklich den Roman, so wie es da steht. Ich schreibe jetzt den Roman und dann sehen die Produzenten, dass ich den Film im Kopf habe praktisch. Oder? Und das ist dann auch so gesehen, aber sie haben gesehen, ein anderer muss das Regie machen, sonst kriegen wir das Geld. Ja. Und sind wir wieder Kreis geschlossen, habe ich selber gemacht. Wir werden nur langsam zum Abschluss kommen, möchte ich Ihnen noch eine Möglichkeit geben, Frage zu stellen, wenn es den Wunsch gibt. Vielleicht aber zu musikalisch einmal kurz zurück. Und verknüpft man so mit der Gegenwart. Du hast eine Hymne geschrieben für Vorarlberg. Das Oho Vorarlberg ist das eine, was fortan jeder Vorarlberger in sich tragen muss. Muss. Und Mellau und Schopenau ist das, was wahrscheinlich ab sofort auch parallel existieren muss. Wie geht es dir mit dem von Mellau bis Schopenau? Das ist genial. Das ist absolut genial, weil es zwei Sachen in sich hat. Totale Authentizität, ein super geiler Dialekt und andererseits ein vollkommen internationaler Touch. Er singt für seine Way Down. Das ist nicht das Ding, verstehst du? Es ist so geil. Die sind so gut, das sind wirklich die Besten im Moment im Austropop. Blödes Wort, aber die sind wirklich Wahnsinn. Ich verneige mich tiefst. Und dass das auf DRS3 funktioniert, sehen wir, ja, die verstehen es. Und dann hört man, es funktioniert auf Bayern 3 und dem versteht man nicht mehr so recht. Ja. Aber das Way Down ist halt wie Way Down oder irgendwas. Way Down ist so geil. Aber das ist wie mit der Papa. Die Papa können da ja noch erinnern. Die haben Kölsch gesungen. Kölner Dialekt hat auch kein Mensch verstanden. Und trotzdem hätte man sie verstanden. Oder will sie eins zu eins umgekommen sind, will sie nichts gefaked oder gespielt haben. Oder? Das heißt als nächstes, wenn jetzt da ein Drehbuch war, ein Buch und ein Film, dann müsst ihr jetzt mit der Platte kommen. Jetzt machen wir zuerst einmal ein paar Konzerte, eine Rockband und eine Jazzband. Mit der Jazz, eine kleinere Jazzband und eine größere vom Hans Salomon, das Vienna Jazz Orchester, das ist so ein ziemlich 20-Mann-Orchester, mit der spiele ich im Februar in Wien, im Borgium Bess, so Jazz-Standards von
George Gershwin und die großen alten Chefs. Und mit meiner Rockband habe ich auch immer wieder Konzerte, zum Beispiel jetzt in Rankwil am 17. und 18. Dezember für die Krebshilfe. Das machen wir jedes Jahr. Da verdienen wir die Beigesetze, bringen wir für den Malta Kino und im Spielbau, da kriegen wir immer so 20.000, 30.000 Euro Cent für die Krebshilfe. Und irgendwann gehe ich wieder ins Studio und mache wieder eine Rock-CD, sicher. Aber im Moment ist Film das Wichtigste. Ich habe zwei, drei Drehbücher im Köcher und das nächste wird wieder ein Film sicher. Aber ich switch halt immer hin und her, oder? Das ist frei. Ist ein bisschen stressig, aber ist ein guter Stress. Wie viele Mal hast du den Film jetzt gesehen? Also in der Postproduktion einmal sicher schon 100 Mal und jetzt in der Kino so schon, was ich sehe, 20 Mal, keine Ahnung. Also kostet die DVD nicht sicher? Ich kaufe der Mama eine. Und, aber die kommt jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir das Kino fertig machen. Jetzt, das Rädle geht sicher noch bis nächstes Jahr hin. Und dann kommt es 2011 im Fernsehen, im Hauptabendprogramm, im ZDF, ORF und SRG. Du hast beim Film relativ gemütlich, von der jetzigen Perspektive, massiert die Nette. Das Zeitdokument ist also eines, mit dem du dich in 20 Jahren nach wunderbar schmücken kannst, weil du kannst sagen, wie eine Frau, schau, wie hübsch sie ist. Genau. Und hüten ist, und alle werden sagen, oh. Ja. Aber wenn du jetzt deine Musikvideos anschaust, vor 20 Jahren, wie geht es dir da dabei, wenn die Sache selber sieht? Es ist immer ein eigenartiges Gefühl, wenn man sich selber sieht vor 20 Jahren. Ja, und voll zum Teil. Ja, und voll in der 70er Jahre so eine durchbrochene Liebli angehauen und so. Da. Also da man so denkt, was ist jetzt los da? Also wirklich, unter so einer hellen Frisur, weißt du. Aber es ist halt damals, das ist in gewesen. Damals hast du gedacht, oh, so ist das, ein Spiegel geschaut, ja. Wenn ich es jetzt anschaue, denke ich mir, Knall. Aber so ist das halt. Jetzt stand ich drüber, oder jetzt stand ich drüber. Weißt, das Schöne am Alter ist, dass du irgendwie gelassener wirst. Jetzt ist mir wurscht. Schaust du, das ist mir einfach wurscht. Ich habe so ein lässiges Leben schon gehabt, wirklich wunderbar. Ich bin zufrieden, was soll's. Und ich mache demnächst wieder einen Blödsinn. Gibt es von euch noch Fragen, die am Reinhold Bilger schon immer stellen wollten? Bitte, ich lasse das Mikrofon nicht los, ich warne Sie gleich vor. So, ja. Ich hätte eine Frage bezüglich der Kolumne, die verwenden. Die Frau Wachmann, ist die rein fiktiv oder gibt es da schon jemanden, wo man vor dem Schreiben dran denkst? Es ist schon rein, also rein fiktiv ist eine gute Frage. Ja. Ich habe, toll davon ist meine Frau und toll ist, sind ein paar Menschen, die ich kenne. Es ist so ein Sammelsurium, vor allem aus Frauen in meinem Leben, muss ich sagen. Aber das weiß ich nicht, dass wir da alle ein Verhältnis haben, Gottes Willen. Ja. Aber ich habe eine ziemliche Affinität zum anderen Geschlecht. Immer schon klar, ich habe immer gut mit Frauen arbeiten können. Aber rein fiktiv ist sie nicht. Aber fast 99% ist Fiktion. Ich habe einfach jemanden gebraucht, der mir die brutale Sache abnimmt. Und das ist die Frau Amann. Ich kann mich verstecken hinter der Frau Amann. Gut, das heißt als nächstes, wo führt dich deine Reise jetzt hin? Nach Landeck, das ist so ein Filmfestspiel irgendwie, und dann zum großen Venediger, ist schon so ein Bergfilmfestival, und dann nach Wien, dann sind noch ein paar Fernsehsendungen, und dann eventuell nochmal nach New York und Los Angeles wegen Golden Globe. Und dann sollte die Entscheidung ja im Dezember fallen. Ja, sollte fallen. Dann kriegt einen Anruf, und dann ist die Agentin aus Hollywood dran, und genau. Die sagt, you got it! Genau, you got it. Das wäre lässig, wenn sie das sieht. Dann lade ich alle miteinander ein. Alles Gute. Nett, mein Freund. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr da gewesen sind, dass euch interessieren für das, was der Reinhold zum erzählen hat. Fragen noch? Ja, bitte, gerne. Also, bei der Schauspieler hast du schon gewusst, wen du nehmen willst? Oder hast du es einfach mal gesagt, ich sage es ist ein Casting an und schon mal, wenn mir da gefällt? Also bei der Hauptdarsteller jetzt? Bei der Hauptdarstellerin ist. Also mit meiner Frau sowieso gewiss, mit der Tochter auch. Ich habe die Rolle eigentlich im Roman auf die zwei angeschrieben eigentlich.
Und die Hauptfigur, die männliche, den habe ich selber gecastet in München. Da habe ich nur zwei Leute angeschaut. Der zweite ist ja schon gewesen, wo der vor mir gestanden ist. Und ich habe gedacht, sag mal, die Oger. Oger sind wichtig, ja. Große schon gewesen, drahtig, genauso wie es im Roman beschrieben ist. Und die Komparsen, die haben ja die meisten eigentlich, die vor Arbeit haben. Darum haben wir ein riesen Casting gemacht im Träger zur Waldinner. Da sind 600 Leute gekommen und 300 haben wir wirklich verwendet. Und das ist sehr authentisch rübergekommen. Das Problem dort war, wenn ich richtig informiert bin, dass manche Kinder zu dick gewesen sind. Genau. Das ist vollkommen richtig, weil in den 50er Jahren hat es keine dicke Kinder hier. Das hat man eher gehungert, also wir haben nicht viel gehabt daheim. Weil mein Vater ist, so wie es im Roman und im Film auch gesehen wird, der Rudolf, der ist desertiert zu den griechischen Partisanen und auf das hat man meiner Mama alles weggenommen und überhaupt nicht gehabt. Wir sind ganz arm aufgewachsen. Und die Kinder im Großen Walsertal haben noch weniger gehabt, das sind die Ärmsten überhaupt. Und haben noch 3 Stunden Schulwerk gehabt, hin und retour. Ich kann mich erinnern, meine Mama hat mir erzählt, wenn die Kinder in die Schule kamen am Morgen, hat sie zuerst mal so umzügeln, warte, Buben, weil sie klatschnass gewesen sind, das Zeug aufgehängt auf den Ofen und dann hat man erst nach einer Stunde angefangen können schaffen und unterrichten. Und dann hat wieder 2 Stunden heimgelaufen, also die sind nicht dick geworden, der hat keine Probleme gehabt mit Übergewicht. Gibt es weitere Fragen, die wir noch beantworten können? Also, ich sause zu Ihnen. Moment. Bitte. Kann ein Film mit Dialekt international Erfolg haben? Nein, das geht nur mit Untertiteln. Wenn man deutsche Untertitel oder englische drauf macht, geht es. Aber im Dialekt geht es nicht. Weil sonst hätte die Leute auch im Dialekt reden. Ja. Das ist einfach nicht zu machen. Denn ich bin meinen Investoren verantwortlich und ich muss selber auch das Geld, was ich investiert habe, wieder zurückkriegen. Und dadurch bin ich verpflichtet eigentlich, auch ökonomisch, den Film so zu gestalten, dass er international verständlich ist. Also zumindest im deutschsprachigen Raum habe ich versucht, so eine Art Alpin Esperanto zu kriegen. Die reden ja zum Teil ein kleines Bayerisch, Einschlager, ein kleines Tirolerisch und Vorarlbergerisch. Ein paar Vorarlberger Dialektsachen habe ich eh drin gelassen, aber man kann die nicht alle im Vorarlberger Dialekt reden, aber das geht einfach nicht. Dann kann man den Film nicht verkaufen. Ja, und das mit Untertitel gelöst, jetzt so für das Screening in Hollywood. Wie siehst du das Groß-Walser-Tal, denn ich das denn das Great Walser Valley? Great Walser Valley. Great Walser Valley. Mhm. Ja. Schaut gut aus, gell? Ja, das ist ein Dann denkst du, der Bürgermeister Türcher da haben. Sagt er, Great Walser Valley. Great Walser Valley. Das ist doch der Mr. Türcher. Die werden noch berühmt, die sagt das. Übrigens, die Inder haben das jetzt geschrieben. Indien, ja. Da gibt es eine ganz riesige Company, die heißt. Hollywood wird da sehr interessiert, sehr in den Kulissen. Oder? Ja, aber die heißen Reliance Big Entertainment. Das ist eine ganz riesige Firma, die haben DreamWorks gekauft. Wissen Sie, was DreamWorks ist? Das ist die Firma von Spielberg. Steven Spielberg ist ja ganz groß. Und die haben die gekauft. Da war doch was, ja. Da war doch was, ja. Und die haben gesagt, nach Hause möchten der Film. Also, wenn demnächst ein paar Inder auftauchen im Vorarlberg und schauen, wie schön es da ist, dann wissen wir warum. Hättest du eine Bollywood-Version drehen noch einmal vom Film? Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht, weil das mal, der Film hat nicht ganz ernst gemeint. Und es ist eine Vorarlberger Produktion, die erste große Vorarlberger Filmproduktion eigentlich. Und ich hoffe, es gibt noch viel davon. Dafür hat er sich einen Applaus verdient. Wer einen der Hauptdarsteller in dem Hus noch finden will, es stehen Ihnen alle Türen offen, an diesem Tag der offenen Tür. Es gibt auf diese Titelseite vom nächsten Morgen, wo das Unglück von Blons ganz vor Arlberg mitgeteilt wurde, ein historisches Dokument, es kommt im Film einige Male vor, mit der Totenliste, die bis zum damaligen Zeitpunkt bekannt war, es waren noch nicht alle Opfer geworden. Wurde damals in den Redaktionsräumen der Kirchstraße gemacht. Wir sind ja 1995 dann hier ins Medienhaus umgezogen. Ich möchte mich an der Stelle für Ihr Interesse recht herzlich bedanken, auch vor allem am Reinhold, dass er gekommen ist und die Zeit sich für uns genommen hat zwischen all den Vorführungen. Ich möchte mich auch bei den Zuschauern vor allem bei Online bedanken. Wir haben das Ganze live ins Internet gestreamt, damit auch jeder, der seinen Weg nicht hierher gefunden hat, dem auch beiwohnen konnte. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken und Ihnen noch viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit den Freunden. Danke. Dankeschön.